Ja, bei mir zwei Damen, die Grosseto gerockt haben. Und Ulm heute schon wieder. Die deutsche Meisterin über 100 Meter in der U20 Kesha Quattro mit einer tollen Zeit. 11:33. Genau, richtig. Und Jennifer Montag vom TSV Bayern 04 Leverkusen 11:42. Kann man auch mit zufrieden sein? Ja, also ich bin damit zufrieden auf jeden Fall. Denn Jenny bleibt die Jahresschnellste in Deutschland in diesem Jahr mit 11:29 und hat eine ganz, ganz tolle Entwicklung in dieser Saison hingelegt. Ja, also ich glaube, es hätte keiner damit gerechnet, dass ich dieses Jahr überhaupt annähernd diese Zeit laufen kann. Mein Ziel war es, echt so eine 50er Zeit zu laufen, dass es schneller geworden ist. Ich bin super zufrieden diese Saison. Und ja, ich bleibe mit der Zeit trotzdem noch Erste. Auf den ersten Platz gehe ich der Kesha trotzdem. Bleibt ist gut, denn Kesha hat bestimmt noch irgendwo eine Möglichkeit, will die Zeit noch knacken. Nein, diese Saison nicht mehr. Jetzt ist erstmal Schluss. Ich fliege in Urlaub und kuriere mich so ein bisschen aus und dann geht es nächstes Jahr weiter. Lorbeeren, auf denen ihr euch ausruhen könnt, aber nicht solltet. Ihr seid Staffel-Europameisterinnen und Staffel-Weltrekordlerinnen. Habt ihr das eigentlich schon geschnallt so richtig? Ich glaube noch nicht so wirklich. Ich weiß, dass wir das gelaufen sind. Ich weiß auch, dass unsere Namen da stehen werden. Aber so richtig realisiert, ich glaube erst nach der Saison, wenn wir wirklich runtergekommen sind. Bei dir sieht es ähnlich aus, denke ich. Ja, genau das Gleiche. Und ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um das alles realisieren zu können. Und ich glaube dann, wenn wir erstmal wieder in die neue Saison einsteigen, dann realisiert man so langsam, oh, guck mal, was wir geschafft haben. Ich habe jetzt ein bisschen gezuckt innerlich, als du gesagt hast, ja, ich fliege jetzt erstmal in Urlaub. Ihr solltet eigentlich noch beim ISTAF in Berlin antreten. Genau, also bisher meint mein Trainer, dass das nicht so eine gute Entscheidung ist. Ich für mich selber sage auch, also ich habe jetzt auch gerade meinen Beuger am Ende noch gespürt. Ich finde es nicht so ganz sinnig, da nochmal zu laufen. Mal schauen. Lauft ihr denn ohne Kesha? Ja, dann mit Wiebke Griefer wahrscheinlich. Also ich werde laufen, ich versuche es zumindest. Ja, dann leider ohne Kesha. Aber du bist morgen hier auch nochmal laufen, du auch, die 200? Nee, ich laufe die 4x100 am Sonntag und das reicht dann. Aber du, ist das Sonntag, weiß ich gar nicht. Nee, morgen die 200 mit. Die 200? Ja. Da sind ja auch noch zwei ganz andere, die mit euch Grosseto gerockt haben. Ja, die beiden, denke ich auch, werden vorne weglaufen. Ich bin einmal diese Saison 200 Meter gelaufen, habe mir gedacht, warum nicht, wenn ich die Quali habe. Guck mal, was rauskommt morgen. Letzte Frage, ich weiß, der 5000 Meter Lauf ist gestartet, wir gehen gleich rüber. Aber letzte Frage an Jennifer Montag, was machst du nächste Woche Sonntagabend? Da hoffentlich gucke ich da das finale Hochsprung in London von meinem Freund. Aber, ja, genau. Du guckst aber zu Hause oder in London? Nee, in London. Er hat dich heute hier angefeuert. Der Freund, müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, ist der Top-Hochspringer Matthäus Cibilko. Ihm drücken wir die Daumen. Euch beiden natürlich für die Zukunft die Daumen. Die deutsche Meisterin U20, 100 Meter Kesha Quattro und Jennifer Montag, die Vizemeisterin. Herzlichen Dank fürs Interview. Danke.